So, hallo, willkommen zurück zum neunten Teil von Die Kühe bekommen ein Zuhause im neuen Gewand. So, zuallererst, bevor wir jetzt hier das Groß weitermachen, habe ich hier einmal diese Rohre besorgt, was ich gesagt hatte. Und die werden wir jetzt als erstes einmal einbauen. Und zwar dort mit. So. Und dann holen wir uns das Pack an. Selbstverständlich müssen die so angepasst werden. Aber ich denke, das habt ihr so erwartet. Ja, dass es nicht immer gleich 100% passt. So. Da muss man noch ein bisschen mehr. Und ich denke, damit haben wir es dann aber auch. So. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich denke, besser kriegen wir es nicht hin. So, wir setzen das wirklich auf 0, dann ist es zumindest höher. Ich denke, das ist jetzt so die beste Lösung, der beste Kompromiss. So. Dann nehmen wir jetzt mal das Rohr hierher. Mit Punkt 4. Punkt 4. 0, 4. Okay, hier machen wir mal eine 1 draus. Und dann haben wir mal eine 5 draus, 0,5. So, wobei, wir müssen vorher noch mal so ein Ding nehmen. Drehen uns das einmal so. Drehen uns das einmal so. Dasselbe machen wir hier einmal.
Drehen wir das einfach so. Drehen wir das einfach so. Ziehen das einfach mal da raus. So. Nehmen wir uns dieses vor. Und setzen das dort an. Dann nehmen wir das noch ein bisschen von der Länge her zurück. Ja. So, und dann machen wir, also das verschwindet jetzt quasi in der Wand und dafür kommt dann hier die Pipe raus, aus der wir dann quasi den Müll abpumpen können. So, ein bisschen höre ich noch. So, dann haben wir das nämlich auch. Das können wir dann mit reinpacken. Das passt. Super. Dann haben wir also die Milchabnahme komplett fertig. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Hier war ja das Tor. Zweites. So. Also hier. Das war jetzt nicht gut. Denn das war der Trigger. Ups und ups und ups. Ups.
So, Gott, wie ich hier den Träger lösche. Ist ja schon echt viel. So, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht die ganzen Wände hier mal aussehen können. Nee, die wieder oben ist drin bleiben. Kriegen das auch. Die Kante vollständig raus. So, 0, 49 war der Wert. So. So, dann haben wir die Tür auch freigelegt. Den Sound hatten wir schon übernommen. So, dann haben wir haben den Misthaufen im Prinzip ja nur gedreht. Mehr haben wir da ja gar nicht getan. Drehen wir nach unten den Sound. So, jetzt schon mal so am Posten. Dann muss er den noch mal ein bisschen einkürzen. So. So, dann haben wir das. Jetzt haben wir noch irgendwo, dann ist glaube ich reingeholt, schon mal diese Kuhbürsten. Ja, reingeholt haben wir sie schon. Setzen wir einmal hier eine an. Setzen wir hier noch eine an. Ja. So. 106.
So, und wenn wir dann schon mal dabei sind, schauen wir gleich mal. Hier ist nämlich ein Doppelter. Hier ist ebenfalls ein Doppelter, allerdings nehme ich den da raus. Ja. Hier ist ein Doppelter, dann nehme ich den raus. Hier ist ein Doppelter und da kommt der raus. Ah, guck mal hier, hier haben wir noch ein bisschen was, was wir reinnehmen wollen müssen. So, 2, 5 und dann hier wieder die Kanten 6. So. Schauen wir hier gleich mal den Doppelte.
Ui. So. Dann schauen wir hier nochmal durch. Hier wird es nämlich auch einige geben, die auch jetzt sind. So ist das. Fällt mir gerade auf, dass ich hier das offen gelassen habe. Ne? Also ehrlich gesagt, so schlecht sieht das jetzt gar nicht aus. Lassen wir das einfach weiter offen. So. Alles überprüft. Ich denke, das sollte es jetzt gewesen sein. Wir werden im 10. Teil dann uns das nochmal in-game anschauen. Punkto der Beschaffenheit des Bodens. Und ob das alles soweit in Ordnung ist. Oder ob wir da nochmal an die Einstellung ran müssen.
Oder sehen wir dann im 10. Teil. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Tschüss.